Wir hatten ja gestern in der Feedback-Runde gesagt, dass wir, also ich finde es toll, ich möchte eigentlich generell eher eine kritische Frage in den Raum werfen. Also ich komme aus Lüneburg, aus der Nähe von Lüneburg, und Lüneburg ist halt so, also ich sage, eine wunderschöne Stadt, und es ist halt so der Speckgürtel auch von Hamburg. Und ich würde schon sagen, dass ich dort ja, Menschen mit einer Sozialisation niederlassen, die halt auch anders geprägt ist. Und das, so, das zeigt auch diese Uni wieder. Also das ist schon, also an der Leuphana studieren, glaube ich, viele Studierende, die aus einem Akademikerhaushalt kommen. Also nicht alle, ich will es jetzt nicht generalisieren, aber ich arbeite an der FH Dortmund, das ist nochmal ein bisschen anders so. Ich finde das toll, dass man halt Initiativen so unterstützt wie du das, und auch unentgeltlich, also voller Respekt dafür, vor allem, weil es auch so viele sind. Meine Frage hierzu ist eigentlich, dass ich das nur, also dass es nicht curricular eingebunden ist, finde ich in dem Sinne kritisch auch zu hinterfragen, weil ich denke, dass es für manche Studierende, die neben ihrem Studium vielleicht noch arbeiten müssen, die sich aber gerne engagieren würden, schwierig realisierbar ist vielleicht. Also vielleicht kannst du da nicht auch Angebote. Da gibt es ja auch Angebote dann im Kurier. Genau, also an der Leuphana gibt es das Komplementärstudium, und da gibt es praxisorientierte Perspektiven, wo man genau solche Seminare wählen kann. Also wenn man ein Musikfestival, also das Phonetic Festival ist ein Campus-Festival, also die sind auf unserem Campus, die sind eine studentische Initiative, und das ist aber gleichzeitig auch ein Projekt im Komplementärstudium. Also das Angebot ist nicht ausgeschlossen, nur sehr viel, also viel mehr getrennt. Wir haben die Initiativen, und die Uni bietet von sich aus schon so viel an im Komplementärstudium, dass von unserer Seite da nicht, also natürlich kommen auch mal Ideen, wir würden gerne ein interdisziplinäres Projekt mit diesem und diesem Referat und dieser Initiative machen. Also ich meinte das auch gar nicht so rechtfertigungsmäßig, ja, sondern einfach nur so als, dass man darüber nachdenken sollte. Also das vielleicht, also ich glaube, dass die Leuphana da sehr viel macht auch für Studierende, oder weiß es auch. Vielleicht kann ich auch ein Wort dazu sagen. Auch an der TU Berlin gab es kritische Äußerungen zu dem Thema, ja, wer sind denn diese Leute, die sich da engagieren? Das sind eh engagierte Leute, die sozusagen zu denen das schon für ist beschrieben ist, die engagieren sich hier und dort. Und dann eben auch noch im Studium. Die Frage, kritisch ist eben die Frage, wen erreicht das Ganze? Also wer kriegt auch das Geld? Das haben wir untersucht. Die Teilnehmenden sind zwar etwa 50-50 männlich, Frauen, männlich und weiblich. Nicht männlich, Frauen. Aber schon die Tutoren, das ist nicht mehr so. Da sind mehr Männer drin. Auch das könnte man kritisch nochmal hinterfragen. Es ist an der TU Berlin natürlich so, dass da nur etwas mehr als 30% Frauen sind. Und das spiegelt sich dann auch bei den Tutoren wieder. Ich sag mal, das ist noch ein Ziel, das auch in die Richtung zu treiben, wie auch die Teilnehmendenverteilung ist. Ja. Und dann war es jetzt auch so ein bisschen eine Schichtfrage. Wird da vielleicht die Schicht, die keine anderen Sorgen hat, also keine Geldsorgen hat, bevorteiligt? An der TU Berlin beträgt der Satz 10,98 Euro pro Stunde für Tutorinnen und Tutoren. Das ist, sage ich mal, auch eine Chance für diejenigen, die sonst nebenbei arbeiten müssen. Lässt sich jetzt mit Lüneburg nicht vergleichen, weil die haben ja noch keine Stelle. Aber das ist bei uns tatsächlich so, dass es ein guter Satz ist. Ich glaube, bundesweit gibt es kaum irgendwo eine Hochschule, die mehr bietet. Aber es gibt auch Chancen sozusagen für diejenigen, die sonst außerhalb der Uni arbeiten müssen. Aber das muss ich ganz kurz noch für die Nachfrage kurz diskutieren. Also wir sind in einer über die Mindestlohn als quasi, ich bin auch Studentin und mache das auch, die 8,61 Euro jetzt in der Stunde, und ich verdiene tatsächlich, wenn ich das anders arbeite, ja. Das ist schon eine Sache, die man einfach aus Überzeugung macht und nicht, wenn man Geld verdienen will, viel mehr. Würde ich mal behaupten.
Also in meiner Position ist es so. Aber in die Richtung sollst du nicht gehen. Nee, so also, ich sitze jetzt nicht. Nee, ich würde nur, wenn man sagt, okay, jetzt gibt es 10 Euro dafür, also könnt ihr das auch machen. Ich würde es auch machen, wenn ich jetzt kein Geld dafür finde. Dann würde ich halt weniger Zeit investieren können, weil ich arbeiten muss, um das zu finanzieren. Aber jetzt kann ich halt mehr Zeit dafür investieren. Also wenn man als Uni oder als Struktur etwas entwickeln will, sollte man nicht davon ausgehen, dass es eher alle Freiwillige machen oder auch nicht, also machen würden, wenn man nichts bezahlt. Also so, ich finde, als Institution muss man sich da anders Gedanken darüber machen als wir als Einzelpersonen, die das machen würde oder nicht, um genau solche Ungleichheiten zu verhindern. Also so, das wäre plädoyer an Institutionen. Stellt sich aber, wenn ich das kurz vergessen habe, tatsächlich die Frage auf Seiten der Hochschulleitung. Die Frage zwischen populärer Verankerung, dann soll man studentisches Engagement überhaupt ins Curriculum übernehmen? Oder wie viel Freiheit lässt man den Studierenden? Das ist auch ein ganz großes Thema. Und wir denken auch, dass es da Parallelstrukturen geben sollte, auf jeden Fall, um Engagement auch nicht zu unterbinden. Ich würde aber ganz gerne noch eine Frage. Genau, Frau Ullmann ist jetzt dran. Also Frau Godert von der Universität Kiel, ich bin auch in einem Qualitätspakt in dem Projekt im Bereich Service Learning und Social Entrepreneurship. Ich habe drei Fragen, einmal auch an Frau Kochtiele und an ganz vorne an Frau Lipp. Und zwar einmal eine ganz praktische Frage, dieser Veranstaltungskalender, kann da jeder selbstständig was eintragen oder muss das alles zentral administriert werden? Und dann gleich die zweite Frage, es ist ja auch so ein bisschen, also den Aster gibt es ja wahrscheinlich in Lüneburg auch. Aus meiner Sicht ist das auch ein bisschen Arbeit des Asters, was vielleicht bei Ihnen passiert. Wie ist die Zusammenarbeit? Hat man sich da abgesprochen? Läuft das parallel irgendwie zusammen? Und vielleicht auch schon mal an Frau Kochtiele, die Frage für mich war nochmal, die Frage, gibt es auch einen Lehrfonds für Lehrende bei Ihnen, der auch parallel dann läuft? Ja, ganz einfach. Ja. Okay, dann kann auch noch weiter. Genau, ich sage zum Veranstaltungskalender, es ist nicht so, dass jeder Person da was reintragen kann, aber ich schicke sehr viele Erinnerungsmails und erwähne hier, was sind eure Termine für nächste Woche, ich trage die ein und das ist so eigentlich ein ganz gutes Geben und Nehmen so von dem und die Initiative schätzen das selber auch, dass es sozusagen das Einkalender gibt, weil da können wir sehen, okay, wir stehen so ab, wir sind an dem Tag schon und machen wir uns dann über einen anderen Tag als an dem, weil sonst sind wir zu in Konkurrenz zu den anderen und ja, und zu der zweiten Sache mit dem Aster, die also mit der Registrierung an der Uni, also Initiative, hat man einen Anspruch auf finanzielle Unterstützung aus dem allgemeinen Studierendenausschuss. Und diese Verwaltung dieser Gelder funktioniert über die DSU. Und das wird bei uns auch mal wieder diskutiert, ob der DSI näher an den Aster rücken sollte oder ob man das irgendwie integriert. Wobei der DSI gegründet wurde als, okay, wir wollen Initiativen vernetzen und Initiativen sind bei uns was anderes als die Referate des Asters. Also es gibt zum Beispiel auch das ökologische Referat, was sich mit Nachhaltigkeit am Campus auseinandersetzt, was aber diesen politischen Auftrag des Asters hat und andere Initiativen, die sich wie Enactis für Nachhaltigkeit am Campus einsetzen, die sind viel unabhängiger davon und im Moment ist die Stimmung so, dass man das auch gut getrennt haben will. Und die, also ich habe mit den Asso-Sprecherinnen ungefähr einen Monat treffe ich mich mit denen und wir reden einfach so, was ist aktuell, was sind Veranstaltungen und so, was sind Probleme, wie sieht es mit Räumen aus, wo ist Bedarf und so. Also wir sind da schon zusammen und bei uns gibt es auch noch eine dritte Instanz, und zwar als Ordnungsperson. Das ist so, für alles Mögliche kann man Teams ansprechen und der ist wirklich super. Also man kann mit allen Problemen zu dem gehen und das mag auch an der Person selber liegen, aber das ist wirklich perfekt. Also wir gehen mit Astro-Sprecherin, DSI, gehen wir dahin, dann sprechen wir eine halbe Stunde und haben wir eine Lösung für dieses Problem. Und also das ist auch sehr, sehr wichtig im Moment. Vielen Dank, ich bin der Jakob Göring vom Verband Deutscher Studierendeninitiativen. Ich fürchte gerade, die Diskussion war schon wieder einen Schritt zu weit. Also es ging bis zur richtigen Phase, wo man spricht, ist sicher kritisch. Aber wir müssen halt bedenken, dass die Situation, wie sie in Lüneburg vorherrscht, die optimal ist für Studenten zu Ehrenamt, nicht an allen Universitäten so vorhanden ist. Und deswegen
würde ich also hier die Bitte ans Plenum stellen, lassen Sie uns später diskutieren, wie wir dieses Lüneburger Modell an alle Universitäten in Deutschland bringen können. Weil so ist es optimal, so muss es aussehen. Ja, ich bin in der Projektwerkstatt in der TU, Göttingen. Ich habe mich auf den Beitrag zu der Konkurrenz eingenommen, dass es aus Sicht der für uns, die jetzt dann auch im Kulturell eingebunden sind, im Wahlbereich und auch die Möglichkeit haben, Leistungen zu vergeben, dass uns das auch andererseits wieder in eine andere Stellung bringt gegenüber dem Studierenden und dann auch der Hochschule. Dass es auch in der Hochschule dann bei den Anträgen jedenfalls kritisch nachgefragt wird, wie viele Leute machen bei euch Leistungspunkte, und dann auch in so einer. Letztlich sind wir mit zwei studentischen Mitarbeitern immer noch eine sehr günstige Lehrveranstaltung. Also auch wenn wir nur 10 Leute im Semester Fremdkonzentrat, das ist erst sehr günstig für die Hochschule. Da kommt auch in so eine ganz andere Diskussion, die wieder ein bisschen weggeht von, ja, okay, es ist eigentlich erstmal eine Hochschätzung der studentischen Initiative, dass wir die Leistungspunkte zu ergeben, und auf der anderen Seite ist man dann aber auch wieder eine ganz andere Diskussion, wie wir ja, ich wollte eigentlich noch mal das vielleicht abgrenzen. Also wir haben in Bochum den Auftrag gehabt, aus Sicht der Studierenden, Innovationen von Studierenden für Lehre und Studium. Das heißt, es sollte da reingehen, die Initiativen sollten sich auf curriculare Erneuerungen aus studentischem Engagement richten. Und das fördern wir mit diesen Mitteln, wo bei uns natürlich auch Studenten als Hilfskräfte arbeiten und für die Hilfskräfte setzen, wie sie an der Uni in Nordrhein-Westfalen möglich sind. Das wählen wir nicht und machen da auch nichts. Also was an die Mittel gebunden, und das ist auch gut so. Und das andere ist, wenn man Engagement fördern will, kann man das in ganz unterschiedlicher Weise, und das muss auch nicht limitiert sein. Aber wir können nicht erwarten von Studierenden, dass sie Teil ihres Studiums in Lehre verbringen und dann sagen, ja, das ist aber Add-on und das macht er bitte noch am Wochenende oben drauf. Wobei sie sowieso schon in ihren Projekten mehr arbeiten als die 6 Stunden in einer Woche oder 8 oder so. Das sind die Erfahrungen. Wenn sie engagiert sind, machen sie einfach viel mehr, aber trotzdem soll es auch für Studierende die Möglichkeit geben, das in kritisierten Veranstaltungen zu machen, nicht ausschließlich. Von der Studierendenvertretung der Uni Regensburg, und zwar habe ich mir jetzt die Frage gestellt, es werden ja da Studienleistungen angerechnet, und da würde mich interessieren, wer denn festlegt, also wenn das jetzt zum Beispiel wie bei Insights quasi Wettbewerbe oder Projekte sind oder bei Team Projects, wer vergibt denn dann die Credits, wer kann denn quasi das, die quasi angerechnet werden? Das ist ja nicht so einfach mal zu sagen, ach, da kriegst du mal 2 Credit Points, dafür, dass du ein Projekt gemacht hast. Wie ist es denn in die Weise eingeführt? Welche Umfangs ist denn, haben wir bestimmt, dass wir bestimmt die Credit Points anbieten? Also, das ist ja nicht bei beiden Ich kann da was zu sagen. Also, bei uns geht das über diesen Möglichkeitsraum des Optionalbereichs. Und da werden Module konzipiert, die einen bestimmten Workload haben, die eine bestimmte Relation zwischen Lehrern und Studierenden, also die Studierenden auch ins Leben kommen, also sind in der Regel kleinere Gruppen, bis zu 20 Studierende, die da zusammenkommen. Es gibt Prüfungsformate, es gibt Modulbeauftragte, und das wird von einem gemeinsamen Prüfungsausschuss geguckt, wie sich das angeht. Passt das alles, ist das in Ordnung, ist das wissenschaftlich ausgewiesen, passt das in das eine oder andere Feld oder in diese Modulgruppe da rein, und so können wir das machen. Und dann wird es die vom Prüfungsraum verantwortlichen Prüfungsausschuss. So, und es muss eben diese Kriterien für ein Symbol erfüllen. Ja, dann vielleicht 80 Jahre. Ja. Wunderbar, ich gebe Ihnen vor. Ja, ich bin ja schon apostrophiert worden. Ich habe also die Gründergeneration erlebt. Und ich möchte zu der Debatte nur sagen, dass die Gründergeneration, die ich erlebt habe, also das heißt die ersten Studenten, die das gemacht haben, das ganze Volk umgetragen haben, an eine kritisierte, nicht interessiert war, nicht interessiert. Das hat etwas damit zu tun, wie das Ganze entstanden ist. Es hätte nämlich damals für fast alles, was da geplant worden ist, als Projekt gar keine Möglichkeit gegeben, es in irgendeiner Studienprüfungsordnung unterzubringen. Ja, deswegen war von vornherein die Idee, nämlich, das wollen wir gar nicht haben.
das war auch ein großer Schutz. Es hätten sonst alle möglichen Professoren da hineingegriffen und gesagt, da muss das drin sein, das drin sein, das drin sein, das drin sein und dann müssen die dies und jenes machen und so weiter. Und irgendwelche kollektive Arbeit wäre auch nicht bewertet worden, das gibt es gar nicht, muss ja alles Einzelleistung sein. Ne? Also Kirchenplatten, die wollten das nicht. Im Laufe der Zeit sind da natürlich Formen entstanden, die man aus dem Krieg hat, aber die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, nicht hundertprozentig gelegt. Da gab es die Möglichkeit, sich mit seinem Professor zu einigen, der das Ganze betreut, zu sagen, also wir haben da was ganz Wichtiges gemacht, können wir das denn nicht da anerkennen lassen. Also das war die einfachste Form. Aber sagen wir mal so, also unterm Strich für die Studenten, die dabei waren, war das Wichtigste eigentlich immer, dass sie damit ihre Berufsperspektive erarbeitet haben. Also ich habe das mal nachgeprüft, das sind bestimmt 20% von Projektwerkstätten aus meiner Zeit, die ich überlegt habe, später zu Unternehmensgründern geworden. Die haben dann ihre eigenen Sachen gemacht. Ein überproportionaler Teil ist aufgestiegen in die als Assistenten, akademische Lehre und so weiter. Also sozusagen der eigentliche Kredit, den die Studenten davon hatten, war ihre berufliche Erfahrung. Das hat sich ausgezahlt, weil sie in diesem Krieg. Und ich denke mal, also da war die Frage der Anrechnung eine lebenswichtige. Und ich, wie gesagt, sobald man natürlich der Verwaltung der Dinge liegt, nimmt sie die ganze Hand immer anpassen. Ich noch kurz was ergänzen. Es geht mir jetzt nicht darum, quasi darauf hinzuweisen, man sollte das alles anrechnen, weil ich finde persönlich auch, dass quasi Engagement freiwillig sein sollte. Aber dennoch sehe ich es bei uns in Regensburg, aber auch an ganz vielen, auch an München, wenn ich mit anderen Studienvertretern oder Bekannten unterhalte, dass einfach das studentische Engagement einfach sehr zurückgeht und dass man irgendwann sehr viel zu spät Anreize zu schaffen. Und gerade eben auch diejenigen, die zum Beispiel, die wir schon gemacht haben, wenn wir eigentlich wieder beim gleichen Thema, auch quasi im Bonus sozusagen bekommen müssen, dass sie das quasi ins Studium integrieren. Und das geht natürlich dann in dem heutigen System mit Bachelor Master besser noch über Credit. Das ist eigentlich so mein Anmerkungspunkt. Ich würde vorschlagen, meine Herren, machen wir schon älter, nehmen wir jetzt noch mit rein, das ist schon halb. Ja. Fragen und Antworten gerne so bei Britta. Nehmen Sie Ihre Fragen mit in die Pause und auch in die nächste Session. Okay. Ja, also zu dem Punkt mit der Anerkennung. Das ist genau das, was uns ja eben antreibt, dass wir nicht sagen, wir wollen jetzt Studenten dazu bewegen, dass sie die CPS bekommen für ihre Fachstellen, die sie machen. Aber wir wollen es aufwerten, indem wir halt unseren Online-Kalender haben, indem wir das promoten, dass es das studentische Engagement gibt, dass sie ganz viel auf die Beine stellen können. Und es finden ja auch unheimliche Lerneffekte eben in diesen Initiativen statt, die dann später für das berufliche Leben, also das ist auch unsere, meine Erfahrung, auf jeden Fall das Engagement dafür genutzt wird, um sich da eben eine Perspektive zu schaffen. Und das funktioniert auch. Also die sind alle, die werden eigentlich alle sehr, ja, relativ sehr erfolgreich, so wie ich das in den persönlichen Gesprächen mitbekomme. Was mir generell noch so ein bisschen, also wichtig ist, das Thema AStA oder jetzt der Dachverband von euch. Ich meine, dafür gibt es ja wirklich den AStA und den gibt es ja auch schon seit 30, 40 Jahren. Und was mir einfach auffällt, zum Beispiel in Tübingen heißt der Studierendenrat, die sitzen auf ganz viel Gelder, die Studenten da jedes Semester abdrücken müssen. Und die schaffen es nicht, weil sie es nicht gerne wollen würden, aber sie schaffen es nicht, die Gelder wieder zu verteilen. Sie sind quasi nicht gut genug organisiert. Und das liegt auch daran, weil das es eben halt einen Bachelor und Master gibt, das Wissen verloren geht, dass ständig, wenn Sie jetzt weg sind und Sie sozusagen ihr Wissen nicht mehr da ist, dass jemand da ist, der dann quasi Druck macht, schickt uns eure Events für unseren Kalender. Ja? Also wer macht es dann? Ne? Und dann müssen neue eingelernt werden und so weiter. Da geht so viel verloren. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, aufgrund der Strukturen, die jetzt eben an Hochschulen herrschen, dass man schon sich ein cleveres System überlegt, wie man diese Routine entwickelt, dass dieses Wissen nicht verloren geht, aber auch das freie Engagement nicht gebremst wird. Ja, also ich glaube, da sollte man eher hindenken, als jetzt irgendwie die bestehenden Organisationen, ja, die kann man verändern, die kann man verbessern, aber vielleicht ist das dann, dass man sich so was Neues dabei. Gut. Sie haben das Wort. Freies Engagement ist das Stichwort. Also wenn ich mit den deutschen Vertretern spreche, ist für die meisten tatsächlich die curriculare Einbindung irrelevant. Da geht es darum, die optimalen Rahmenstrukturen zu schaffen, wo sich eben irgendjemand reinfallen kann. Aber also, das sollte kein Konkurrenzmodell sein. Es muss beides geben.
Uni hat ihre Interessen, eben die Lehrpläne zu gestalten. Es gibt einige Studierende, die auch ein Interesse daran haben, das eben Curriculum einzubinden. Die Uni hat natürlich auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die sie wahrnehmen soll und möchte. Und es muss nicht, also in Konkurrenz diskutiert werden, sondern es muss beides geben, denke ich. Und da müssen wir jetzt die optimalen Schnittstellen finden. Vielen Dank. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Initiative, für Ihre zahlreichen Fragen, die Sie gerne noch weiter diskutieren können. Den Vortragenden, den tollen Kollegen, die Deutschen Mädchen haben, vielen Dank. Dann um 11 Uhr geht es entweder hier weiter, wenn Sie sich weiter mit der Förderung studentischer Initiativen in Hochschulen befassen möchten, wenn Sie sich mehr Projekte anschauen möchten, sich mit dem Thema Projekte befassen, im Artikelsaal, im zweiten Stock, geht es um 11 Uhr dann Projekte zu den Themen weiter. Ich bedanke mich ganz herzlich und wünsche eine ganz tolle Veranstaltung.